sie heißen. Dann gibt es viele Local Brands, also Xing ist eher ein Local Brand, kann ich schon fast. Und das sind dann mehr. Und dann gibt es ganz, ganz viele bis zu irgendwie ganz aktiv Tierfreunde. Ja, also Tierfreunde, unglaublich. Da gibt es so viele Seiten. Und es ist auch lustig, wenn man so reinguckt, wie sind Leute dann in diesen verschiedenen Communities drin. Das war eben Grund meiner Frage vorher eigentlich. Dass es bestimmte Bereiche gibt, wo Leute dann sagen, ich bin komplett zufrieden mit meiner einen Community und vielleicht gucke ich nochmal in ein, zwei andere rein, so Informationen rauszuziehen oder was auch immer. Und das war es dann. So als Interessensprofil. Und es gibt dann zum Beispiel die Tierfreunde, unglaublich vernetzt. Ja? Leute, die bei Rennmaus.de sind auch genauso bei Ratten.de. Und da sieht man eben die verschiedenen Unterschiede, dass je nach Interesse, Gruppe, wie das gerade so ist, Leute einfach vielleicht in einem kleineren Umfeld thematisch irgendwo sich extrem zu Hause fühlen, das ist mein Ding, ja, während andere Themenbereiche extrem divers aufgestellt sind und Leute einfach das ganze Konglomerat von verschiedenen Seiten dann entsprechend. Und auch da, die Aussage gibt es nicht dazu, sondern es ist sehr unterschiedlich, je nach Zielgruppe, die Gruppen sehr spezifisch, die anderen Gruppen eben aufs große Ganze. Ja, so gesehen, aber auf 80 Millionen Deutsche hochgerechnet sind die einzelnen Gruppen auch. Wir haben so ein bisschen reingeguckt auf, wie könnte man so Gruppen dann kategorisieren und auch so ein bisschen, was sind denn die hoffnungsvollen Gruppen, wo man sagen kann, die könnten Interesse haben an auch so stärkere Einbindung von Kommunikation, Gruppe und dem Community-Thema an sich. Und der Aufhänger ist eben, dass man zum Beispiel sagt, gibt es sowas wie Skype eben gemacht, eine Kommunikationsliste. Rechts neben jeder Community, die ganzen Scouts oder die ganzen Loads, die Telekom-Konzern sind und noch ein paar andere Seiten, wenn ich rechts immer meine Buddy-Liste habe. Das kann kontextuell angepasst sein, wer ist jetzt gerade auf der Seite, wo sind meine Freunde oder wer hat gleiche Interessen. Und dann so eine Liste einfach hat als Buddy-Liste, kann die dann auch wirklich kontaktieren. Und wenn ich sage, jetzt ruf den an, dann bringe ich vielleicht mein Telefon, ich gehe ran und werde verbunden. So, das wäre die Idee dahinter. Und wer wären da ansprechbar in dieser Richtung? Und es ist mehr als die Hälfte, haben wir auch gefunden. Es gibt nämlich die Skeptiker und die einfach komplett digital verweigern. Sieht man auch so ein bisschen, digitale Verweigerer sind eher ältere Personen. Es gibt vielleicht gibt es den schon, ich habe nicht mitgekriegt, den Trend, dass Leute, die es leisten können, sich jetzt auch, wenn sie jünger sind, verweigern. Ja. Und genau, also in meiner Generation war das noch total verpönt, ein Handy zu haben. Das war dann auch noch so, Leute, die ein Handy haben, haben sich eher den Mainstream verweigert als umgekehrt. Jetzt ist es vielleicht cooler, wenn man kein Handy hat, bin ich immer erreichbar, ich setze mich diesen Zwang nicht aus und so. Das ist schon ein extremes persönliches Statement. Das läuft dann nicht mehr. Also sowas gibt es, ungefähr die Hälfte. Und dann gibt es eben die Interessierten, die Community-Innovatoren, das sind die Leute, die aktiv sind, die eher eine Community gründen als mitmachen, die immer vorneweg mit dabei sind, die einen Aufbau machen. Dann gibt es die Real-World-Members, das sind die Leute, die Community halt als Anhängsel zu den ganzen Abendveranstaltungen nochmal verstehen, also die sehr, sehr stark dieses persönliche Interagieren im Vordergrund haben, aber Community dann nutzen als Tool. Das heißt, die können dann noch besser ihren Freundeskreis, ihren großen Freundeskreis dann entsprechend managen und sehen das einfach als Kommunikationshilfe. Und es gibt die New eBay Generation, auch tendenziell älter, und eBay hat Leuten, die eigentlich nichts mit Communities zu tun hatten,
Zusammenspiel von verschiedenen Leuten auf so einer Plattform extrem interessant sein kann. Und dementsprechend hat sich das auch nochmal als eigener Bereich so rausgefunden. Also ich springe einfach hier jetzt mal durch und würde sagen, vielleicht nochmal Fragen mit den Sachen, was wir jetzt nicht angesprochen haben, wo die schon nochmal gehighlightet, damit wir zum Ende kommen. Was kann das für eine Auswahl?